Eine Mutter in Sorge. Die 15-jährige Lea leidet unter heftigen Bauchschmerzen und kann sich vor Krämpfen kaum noch bewegen. Dr. Georg Becker ist in der Notaufnahme der Klinik am Südring sofort zur Stelle. Das hier ist eigenartig. Was ist das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Lea, ich sehe da etwas, das ist mit Sicherheit Metallen. Metallisch. Wie? Was metallisch ist? Wie kommt Metall in deinen Bauch? Keine Ahnung, ich habe einfach nur Schmerzen, ich will das nicht mehr. Also Notfallröntgenabdomenübersicht. Ich vermute, das ist entweder noch gerade im Magen oder schon im Zwölffingerdarm. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Während der Teenager zum Röntgen gebracht wird, berichtet die Mutter, dass ihre Tochter schon seit Wochen immer wieder über Schmerzen klagt und nicht in die Schule will. Dem Arzt kommt der Verdacht, dass das Mädchen mit Absicht etwas verschluckt haben könnte. Und das vielleicht nicht zum ersten Mal. Das gibt's ja nicht. Das, oh Gott, ja? Was ist das? Oh ja, das würde ich gern von ihrer Tochter hören. Was, ja, was ist das? Einigen Eltern ist vielleicht der Begriff orale Phase bei ihren kleinen Kindern bekannt. Das heißt, sie nehmen alles in den Mund, sie verschlucken auch aus Versehen mal etwas. Wenn das im späteren Lebensalter passiert, ist das psychologisch schon sehr bedenklich und deutet unter Umständen auf eine schwere seelische Störung hin. Wenn du weißt, was es ist, bitte, das ist jetzt super wichtig. Ja, Sie haben es erfasst. Es geht hier um dein Leben. Bitte, ja, es ist egal, es hat keine Konsequenzen. Ja, deine Mutter hat leider völlig recht, es geht hier wirklich, Maus, bitte, wirklich um dein du Leben. Du sagst mir sonst immer alles, bitte. Das ist so ein komischer Anhänger, den habe ich aus Versehen verschluckt. Unabhängig davon, ob es ein Versehen oder doch Absicht war, der Kettenanhänger muss sofort aus dem Magen entfernt werden, um innere Verletzungen zu vermeiden. Mit einem sogenannten Endoskop ist dies ambulant möglich. Der Arzt macht jedoch klar, dass der Schülerin vermutlich auch anderweitig geholfen werden muss. Man verschluckt mit 15 wirklich keine Schmuckstücke mehr aus Versehen. Ja, aber das heißt, sie braucht ganz dringend psychologische Hilfe. Aber da gibt es irgendein großes Problem, das Lea noch ganz und gar nicht verdaut hat. Okay, ich danke Ihnen. Also ich werde sofort mir Hilfe holen. Eine Woche später geht es der 15-Jährigen wieder gut. Allerdings gerät sie seit dem Krankenhausaufenthalt ständig mit ihrer großen Schwester aneinander. Die ratlose Mutter hat sich über den sozialen Dienst der Klinik an Psychotherapeutin Rosella Blumenthal gewandt. Lea holt uns gerade einen Kuchen. Ich war... Hallo Lea. Mir erlaubt, einen Kuchen zu backen. Hallo Frau Blumenthal. Lea! Das tut mir jetzt aber leid. Was soll das? Boah, wie, was soll das? Ja, was soll das denn jetzt? Psychotante. Oh, dann komm, ich jetzt helfen jetzt. Was ist das für ein Verhalten? Ich war ja kurz sauer, wie sie den Kuchen hat fallen lassen. Aber ich denke, das bringt jetzt nichts, ihr die Leviten zu lesen. Aber dann kam ja auch schon der nächste große Schock. Naja, es gibt ja schon mal so Phasen, ne? Ja, aber sowas ist jetzt, dafür ist es nicht zu alt. Lea? Was hast du da gerade gemacht? Lea, was passiert? Hat sie jetzt gerade die Sprache verschlagen? Oder? Was ist passiert, Lea? Ich habe doch gesehen, dass du was in den Mund gesteckt hast. Oh, Lea, du hast dir wieder was in den Mund gesteckt. Lea? Lea, komm, an, vor einigen Wochen schon im Krankenhaus. Lea, hast du was im Mund, bitte? Lea? Mensch, ach, Mann. Ach nein. Was ist schon wieder? Maus. Wie kommst du denn auf sowas, Lea? Ach Mann. Warum machst du sowas? Nee, das ist überhaupt nicht gut. Das ist eben nicht alles gut. Das ist nicht gut. Und ich glaube, das hat schon seinen Sinn, dass ich heute hier für dich da bin. Ja? Hinzu kommt, dass das Mädchen plötzlich nicht mehr in die Schule will. Fraglich ist, ob die Probleme der 15-Jährigen damit zusammenhängen oder doch im Familien- oder Freundeskreis ihren Ursprung haben. Um das herauszufinden, soll die Schülerin mithilfe von Smileys ihre Stimmung während eines typischen Tagesverlaufs beschreiben. Auffällig ist, rundum glücklich scheint der Teenager nur abends. Ist irgendeine Veränderung derzeitig in der Familie? Ist irgendetwas anders als sonst? Viel anders ist nicht. Also vielleicht, dass ich im Moment etwas mehr arbeite wie sonst. Ich bin normalerweise in Teilzeit. Aber dadurch, dass meine Kollegin sehr erkrankt ist, übernehme ich Schichten von ihr und bin gelegentlich auch auf Geschäftsreise. Also ich bin nicht so viel zu Hause wie sonst, aber
Ich gehe eigentlich davon aus, dass die zwei das ziemlich gut managen. Ich hatte auch erst die Vermutung, dass Leas Verhalten hauptsächlich mit dem Gefühl der Vernachlässigung zu tun hat, dass die Mutter mehr arbeitet. Allerdings ist das Verschlucken von Gegenständen eher ein Kleinkindverhalten. Und das hat mir aufgezeigt, dass das Bild komplexer ist. Ich habe gesehen, Sie haben draußen so ein Slideband gespannt. So ein Slackline, ja. Ja, so ein Slackline. Ja. Ich würde da gerne mal was ausprobieren, gemeinsam. Mithilfe einer Aktion will die Sozialpädagogin feststellen, wie sich das Vertrauensverhältnis innerhalb der Familie darstellt. Die 15-Jährige muss sich wortwörtlich blind auf Mutter und Schwester verlassen. Und schnell zeigt sich, was Leas Welt in letzter Zeit so ins Wanken gebracht haben könnte. Geradeaus. Keine Angst. Ich sehe ihn. Wow. Ist nicht schlimm. Wir halten dich fest. Vorsicht. Lina! Lars! Ach, Gott. Oh Mann! Ja. Alles gut. Simelina ist weggerannt. Alles gut. Auf die Scheiße hier. Ach, ist doch gut. Nee. Ich hab's doch gestürzt. Okay. Super, das hast du toll gemacht. Ich hab gar keinen Bock mehr. Boah. Ja. Hallo? Was sollte das jetzt? Hallo, ich bin der Lars. Hallo, Lars. Ja, hi. Hallo, Lars. Hallo. Hallo. Grüß dich. Okay, Melina, Lea, alles gut? Ja. Die haben mich einfach fallen lassen. Ach, Melina, ich hab dich doch gestürzt. Es ist gar nichts passiert. Alles gut. Kennst doch die Melina. Bist jetzt sauer, dass sie... Melina, ja. Sie war jetzt kurz abgelenkt, ne? Ja, kurz abgelenkt. Ist okay. Wie hast du dich denn das Stück gefühlt, als du hier drauf warst? Ja, wie soll man sich gefühlt haben? Ich habe nichts gesehen. Ja, wir gehen jetzt ins Kino. Ich habe es voll vergessen, zwei Reiber. Ich bin jetzt bereit. Ich dachte, wir wollten zusammen was heute unternehmen. Ja, Maus, tut mir leid. Nächstes Mal. Ja, wie nächstes Mal? Ich dachte, wir machen was zusammen heute. Ja, aber das ist unser dreimonatiges. Das kannst du. Also, ich kann dich nicht mitnehmen. Nächstes Mal, okay? Alter, ihr seid so scheiße, ne? Ich dachte wirklich, wir bringen den ganzen Tag zusammen. Reg dich doch nicht auf. Du hast nie Zeit für mich. Du nervst mich einfach nur. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja. Mach deinen Kinobesuch oder sonst was. Rosella Blumenthal ist nun klar, dass die 3 Jahre ältere Schwester und ihr neuer Freund mit Sicherheit Einfluss auf die Stimmungsschwankungen der Schülerin haben. Die Familienhelferin glaubt allerdings nicht, dass das die alleinige Ursache für Leas auffälliges Verhalten ist. Habt ihr sonst vorher immer sehr viel Zeit miteinander verbracht? Immer nur. Aber du hast doch, was ist das? Das ist meine beste Freundin, Svenja. Das ist aber schön. Aha. Svenja? Mhm. Aber dann verbringst du doch bestimmt auch viel Zeit mit Svenja, oder nicht, wenn es deine beste Freundin ist? Mhm. Die ist weggezogen. Weil, ja, die ist einfach weggezogen. Und jetzt geht die auf eine andere Schule. Mhm. Deswegen und jetzt seht ihr euch nicht mehr so oft. Und das macht ihr auch zu schaffen. Ja, ist halt scheiße. Ja, na klar. Ich habe schon den Eindruck, dass so vieles auf dich einströmt, was neu ist, ne? Und was Veränderungen mit sich bringt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben halt alle nicht mehr so viel Zeit für mich. Ich habe dir was mitgebracht. Ich zeig dir mal was. Das hat mir der Arzt mitgegeben aus der Klinik. Das ist das, was in deinem Magen war. Wie kommt das in deinen Magen? Ich hab halt im Zimmer meiner Schwester was gesucht. Da habe ich den gesehen, aber keine Ahnung. Das ist ein bisschen viel, keine Ahnung, meinst du nicht? Willst du nicht drüber reden? Ihr versteht euch ja im Grunde gut, sagt deine Mutter und auch deine Schwester. Ja, tun wir auch. Weißt du was, ich würde gerne mal was anderes probieren unten. Rosella Blumenthal merkt, dass die 15-Jährige sich immer noch nicht öffnen will. Obwohl das Verhältnis zwischen den Schwestern angeblich gut ist, sieht die Familienhelferin genau da die Ursache für Leas Probleme.
Und tatsächlich wird sich bald herausstellen, dass der Gegenstand, der dem Teenager aus dem Magen entfernt wurde, für beide eine wichtige und unerwartete Bedeutung hat. Lea, magst du denn vielleicht so ein bisschen mehr erzählen deiner Schwester, was so passiert ist in der letzten Zeit? Du, Melina, es tut mir irgendwie alles so leid. Was meinst du? Naja, ich meine das mit dem Anhänger und so. Wie Anhänger? Ja, ich war in deinem Zimmer und ich wollte mir ein T-Shirt halt ausleihen. Also ich habe das halt gesucht und dann habe ich halt den Anhänger gefunden und ja, ich dachte halt, der ist für mich, weil da stand ja ein L drauf. Warte. Du hast den Anhänger gefunden? Ich habe den überall gesucht. Ja, ich war in dem Zimmer und dann habe ich halt gehört, dass du nach Hause gekommen bist. Und ich dachte halt, der Anhänger ist für mich. Und dann habe ich den halt aus Versehen verschluckt. Das ist der Anhänger, den man bei Lea bei der OP entfernt hat. Ach, Lea. Der Anhänger war nicht für dich, Lea. Das war nicht extra. Warum hast du den denn jetzt geschluckt? Nur weil ich jetzt ins Zimmer reingekommen bin? Ja, ich hatte einfach nur Angst in dem Moment und hab schnell den Mund getan. Das war nicht extra. Okay, das ist ja noch nachvollziehbar, Lea. Ne, dass es keine Absicht war und dass du Panik hattest. Aber dann frage ich dich, warum hast du eben die Münze in den Mund genommen? Ich habe einfach gemerkt, dass als ich im Krankenhaus war, es haben sich alle Sorgen um mich gemacht. Jeder hat auf mich geachtet. Jeder hat einfach. Die waren für mich da, alle. Und ich wurde wieder beachtet. Und dann dachte ich. Wir sind doch immer für dich da. Keine Ahnung, dann dachte ich einfach, dass ich wieder Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich noch was verschlucke. Aber das musst du doch nicht. Ich habe doch versucht, dir so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie es nur geht. Ja, aber guck mal, du hast jetzt Lars und hast dann weniger Zeit. Und ich meine, du machst gerade Abi und dann ziehst du bestimmt auch bald aus. Und dann habe ich gar keinen mehr. Papa ist sowieso weg, Mama arbeitet total viel und dann bist du auch noch weg. Dann habe ich doch niemanden mehr. Ich bin immer für dich da. Lea, egal. Ob ich jetzt ausgezogen bin irgendwann oder ob ich irgendwo hingehe oder sonst irgendwas sein sollte, ich werde immer für dich da sein. Endlich hat die 15-Jährige ihre größte Sorge offen ausgesprochen und weiß nun, dass sie keine Angst haben muss, ihre ältere Schwester zu verlieren. Mit ihrer besten Freundin trifft sie sich nun wieder regelmäßig in einem gemeinsamen Sportkurs.